Du willst wissen, was der beste Landing-Spot und die beste Route in Fortnite Arena ist? Dann bist du in dem Video genau richtig. Leute, wir haben ein riesiges Ziel dieses Jahr. Und zwar sind es die 10.000 Abonnenten. Leute, 10.000 Abonnenten auf YouTube, das wäre geisteskrank. Wenn ihr ein Teil dieser geisteskranken, geilen, wunderschönen Community sein wollt, lasst super gerne ein Abo da, lasst super gerne auch ein Like da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und Leute, das ist mein erstes Fortnite-Video nach extrem langer Zeit. Kuss an alle, die reinschauen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem Video. So Leute, wie ihr seht, ich habe gerade 4.010 Arena-Punkte. Das heißt, ihr seht selber, ich bin nicht der beste Spieler. Und genau für Spieler wie mich ist dieses Video auch geeignet. Und zwar Leute, für Leute, die nicht unbedingt das beste Aim haben, die nicht unbedingt richtig krass bauen wollen, aber trotzdem extrem viele Arena-Punkte haben wollen und ein bisschen mit Freunden ein bisschen angeben können, weil sie so viele Arena-Punkte haben. Ich habe selber nicht so viele, aber durch diese Taktik habe ich es geschafft in Arena Solo, die funktioniert natürlich auch in Duo und in Trio, da hat man nur etwas weniger Loot, deswegen funktioniert sie in Solo am besten extrem viele Punkte zu bekommen. Man muss natürlich sagen, meiner Meinung nach ist Solo viel, viel schwerer als zum Beispiel Trio. Also es ist meiner Meinung nach, sind die Gegner einfach besser in Solo. Deswegen ist es meiner Meinung nach am besten, in Solo etwas defensiver zu spielen. Und zwar fängt es da schon an bei dem Landing-Spot. Gerade Spieler, die genauso wie ich ziemlich kacke in dem Spiel sind, landet eher defensiv. Und da habe ich meiner Meinung nach die beste Route für mich selbst auch herausgefunden. Es ist relativ egal, wo der Bus langfliegt. Und zwar landen wir hier an dieser kleinen Stelle. Da ist nämlich ein ganz, ganz kleines Häuschen. Man erkennt es von außen kaum. Genau daneben ist auch ein großer Turm. Und da landen wir. Das heißt, wir springen circa bei 1000 Meter, bevor wir bei dem Ding angekommen sind, springen wir raus. Wir können natürlich auch schon vorher rausspringen oder wenn der Bus anders fliegt. Wir müssen das halt irgendwie immer timen. Und wir wollen am Anfang nicht zu diesem Turm. Ich markiere mir immer nur den Turm, weil man den ganz gut auf der Map sieht. Wir fliegen erstmal ein bisschen und zwar wollen wir, wo ist es? Und zwar wollen wir zu diesem kleinen Häuschen hier. Das ist unser Landing Spot. Viele denken jetzt, oha, wie scheiße, WTF, da ist doch gar kein Loot. Habe ich mir auch immer gedacht, aber meistens ist da mindestens hier genau eine Waffe. Ist sogar eine relativ gute jetzt. Wir haben sogar direkt eine AR. Okay, der, mein Dings ist ein bisschen laut, mein Fallschirm. Leider ist jetzt hier sogar gar keine Kiste, aber das ist gar kein Problem. Das ist nämlich der Vorteil. Hier ist nämlich nicht ein einziger Gegner. Was ganz wichtig ist an diesem Landing-Spot, wir müssen extrem schnell moven. Also wir müssen uns extrem schnell bewegen. Natürlich spielt Zone Lag natürlich uns auch ein bisschen in die Karten, wodurch wir dann auch einen kleinen Vorteil haben. Aber wir landen also da und gehen dann hier diesen Berg rüber. Also wir gehen über die Straße und gehen dann hier diesen Berg hoch. Hier sehen wir jetzt schon direkt unser erstes Haus von unserer Route. Dort landet auch zu 99,9% kein anderer Gegner, was wir auch free looten können. Hier können auch bis zu zwei Kisten nochmal sein und hier ist immer noch alles ungelootet. Dann nehmen wir hier nochmal eine Sniper mit. Also unser Ziel ist es, erstmal gute Waffen zu haben. Natürlich sind die am Anfang nicht super, super krass, aber sie sollten auf jeden Fall ausreichend sein und vielleicht am besten sogar noch Full Sheet. Bis jetzt haben wir noch gar nichts, aber wir haben auch noch nicht einen Gegner gesehen und es leben schon nur noch 69 Spieler. Das heißt, fast die Hälfte der Lobby ist schon tot und wir haben noch nicht ein einziges Mal irgendwie Angst gehabt, überhaupt zu sterben. Dann rennen wir hier über diesen Berg rüber, ganz wichtig, und schlittern hier runter. Hier sind dann auch immer mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Kisten. Wir haben jetzt hier sogar direkt zwei Kisten. Wir öffnen erst die erste, nehmen hier sogar nochmal ein Medikit mit, nochmal eine geile SMG. Die eine können wir eigentlich wegwerfen. Gehen direkt zur nächsten. Natürlich schön beeilen. Die nehme ich jetzt mal nicht mit. Dann gehen wir hier hoch zum nächsten Haus. Hier können auch nochmal ein bis zwei Kisten sein. Wir sehen, wir hören schon in Shift diesen Shots. Das heißt, wir bauen uns hier von hinten ins Haus rein. Wir wollen gar keine Aufmerksamkeit von irgendwelchen Gegnern bekommen. Unser Ziel ist es wirklich hier extrem, extrem defensiv zu spielen. Also wir wollen am besten keinen Kontakt vor dem Finale, also bevor 1-on-1 ist, mit dem Gegner haben. Wir laufen hier auch wieder ganz außenrum. Haben jetzt sogar hier einen Biggie gefunden. Man sieht leider, normalerweise würde man jetzt hier reingehen, aber man sieht schon, scheiße, da war schon jemand. Dadurch, dass der Bus relativ nah an Shifty vorbeigeflogen ist, sind hier natürlich relativ viele Gegner gelandet. Das heißt, da oben ist jemand gelandet. Wir können jetzt erstmal hier gucken, ob hier auch alles gelootet ist. Wir nehmen mal ganz schnell den Biggie, falls jetzt hier gleich ein Gegner ist, dass wir den da ein bisschen mehr Schild haben. Das Ganze ist natürlich noch besser, wenn man weniger Arena-Punkte hat, so kann man noch leichter Plus machen, aber ist auch für die höheren Regionen extrem gut ein. Jetzt ist hier sogar schon gelootet, was gar nicht mal so gut ist für unsere Taktik, aber wie man sieht,
Obwohl hier schon gelootet ist, weil es gibt hier extrem viele Kisten. Ihr glaubt mir gar nicht, wie viele Kisten es hier gibt. Man kriegt trotzdem noch so viel Loot ab. Wenn du hier komplett alleine bist, hast du den besten Loot überhaupt. Aber ich würde niemals direkt hier landen, weil es ist nicht unwahrscheinlich, dass hier mein Gegner landet. Normalerweise, die ganzen Runden, die ich davor gespielt habe, ist hier kein einziger Spieler gelandet. Zum Beispiel der kannte den Kistenspot hier noch nicht. Also ihr müsst auf jeden Fall mit Sound spielen, habt den riesen Vorteil mit. Die nehmen wir jetzt sogar mit, weil die extrem viel mehr Damage macht. Pump brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht. Oh, vielleicht kennt er das obere Versteck nicht. Es sieht ganz so aus, weil er ist hier nicht nach oben gegangen. Hier könnt ihr euch durchbauen. Nehmt natürlich auch die Steine mit, kriegt ihr nochmal über 100 Steine. Klar könnt ihr die ganzen Mets farmen, ich sage euch ehrlich, ich werde eh nicht bauen. Aber ich nehme die ganzen Sachen natürlich trotzdem mit. Hier nehmen wir natürlich auch die Minis mit, anstelle von dem Medikit. Und vielleicht ist hier sogar ungelootet, das sieht ganz aus, hier ist komplett ungelootet. Und wir haben immer noch nicht einen einzigen Gegner gesehen und haben die beste SMG, die beste AR im ganzen Spiel gefunden. Hier nehmen wir mal den Biggie lieber mit und hoffen, dass wir noch zwei weitere Biggies finden. Weil ihr glaubt gar nicht, wie viele Kisten hier sind, ne? Wenn ihr alle Kisten spawnen, die ihr spawnen können, dann habt ihr den besten, wirklich den krassesten Loot, den ihr euch auch nur vorstellen könnt. Wir haben jetzt schon sehr, sehr guten Loot. Ich bin allgemein nicht so der Pump-Spieler. Hier geht's dann raus, da hinten sehen wir noch eine Kiste. Da hinten sehen wir noch eine Kiste. Wir sind sogar fast in der Zone. Die Zone ist relativ perfekt für unsere Strat. Das heißt, wir haben jetzt hier leider nicht so viel Glück mit den Kisten. Also normalerweise kann hier in so einem Wagen nochmal eine Kiste drin sein. Haben wir jetzt leider hier alles nicht. Aber ich bin sehr zufrieden mit unserem Loot. Wir sind auch Full Shield und haben sogar noch was für später. Wir hätten anstelle von den Biggies lieber die Minis mitnehmen sollen. Aber ich habe gehofft, dass wir irgendwie noch mehr finden. Aber ich werde jetzt hier auch nicht noch unnötig lange rumlaufen. Wir können hier nochmal nach oben gehen und gucken, ob hier vielleicht nochmal ein bisschen Loot liegt, den wir mitnehmen können. Nochmal ein bisschen AR-Muni. Auch Muni immer extrem wichtig. Sammelt immer noch eure Mets. Dann geht ihr hier rum. Ihr geht immer drum rum um Shifty, sorry. Ihr geht immer drum rum um Shifty. Also ihr probiert nicht irgendwie auf Gegner zu treffen. Geht dann hier immer weiter hoch auf den Berg. Unser Ziel ist es wirklich, so defensiv wie möglich zu spielen. Das heißt, wir wollen am besten keinen Kontakt mit irgendwelchen Gegnern haben. Mein Ziel ist es immer, einen Busch zu finden. Also natürlich so einen großen Busch. So ein kleiner Busch ist scheiße, aber so ein großer Busch ist extrem, extrem geil, weil man sich da perfekt verstecken kann. Klar, es ist ein bisschen eine Opfertaktik, haha, hihi. Aber es ist einfach extrem gut, um Punkte, also Platzierung zu sammeln und somit Punkte. Wir haben jetzt schon, sind fast schon in den Top 30. Das heißt, wir haben schon 20 Arena-Punkte plus gemacht. Das heißt, wir sind schon fast insgesamt im Plus. Wenn wir dann natürlich noch einen Kill machen nebenbei, kriegen wir nochmal, guck mal, jetzt sind wir schon bei plus minus 0, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich minus 30 oder minus 40 bekomme auf 4K Arena-Punkten. Aber ich glaube, es sollten minus 30 sein. Guck mal, der Busch hier zum Beispiel ist extrem, extrem gut. Aber der ist leider nicht in der Zone, deswegen können wir den nicht benutzen. Deswegen suchen wir uns einen neuen. Wir können hier auch gerne die Seilbahn benutzen. Dadurch machen wir aber leider ein bisschen auf uns aufmerksam. Deswegen rate ich euch eher ab von Seilbahn. Aber dadurch, dass es aussieht, als wenn hier kein anderer Gegner, können wir auch einfach die Seilbahn benutzen. Und springen hier ab und suchen uns jetzt hier einen gut geeigneten Busch. Bis jetzt läuft es sehr gut. Wir hatten nur noch keinen wirklichen Kontakt mit. Da unten ist ein Gegner. Wenn wir den sehen, sofort umdrehen. Wir probieren, es ist wirklich, sobald ein Gegner euch sieht, es gibt immer ein paar Leute, die sind klar scheiße und sind ein Freakle. Aber es kann auch immer sein, dass der größte Schwitzer ist und euch mit seinen Spider-Man komplett hops nimmt. Deswegen nimmt Abstand von solchen Gegnern oder allgemein von Gegnern und probiert lieber defensiv zu spielen. Guck mal, der Busch hier zum Beispiel ist sehr gut, dadurch, dass er relativ hoch gelegen ist und innerhalb der Zone ist. Und wir können gleich noch einige Gegner abfangen, die aus der Zone kommen, vielleicht sogar low sind, aber nur, wenn sie wirklich genau auf uns zukommen, in unseren Busch reinkommen. Wir können hier nebenbei auch auf Shifty mal gucken, ob hier irgendwelcher Loot noch liegt, den wir mitnehmen können. Aber es sieht so aus, als würde Shifty zum Großteil gelootet worden sein. Man hat es ja auch am Anfang gehört, da wurde überall gefightet. Wir hören jetzt hier auch überall in unserer Nähe, sind auch schon wieder Gegner. Aber das hat uns gar nicht zu interessieren. Wir sind jetzt schon fast Top 25, das heißt, wir kriegen gleich nochmal 15 Hype und haben damals schon noch mehr Plus gemacht. Wir sind jetzt, also ich sage es ehrlich, es ist relativ einfach mit der Taktik besser zu werden, was die Arena-Punkte angeht. In-game werdet ihr damit nicht unbedingt besser, also ihr werdet dadurch nicht unbedingt besser im Spielen. Aber das ist eher für die Leute gedacht,
die sowieso nicht so oft Fortnite zocken und nicht so viel Zeit haben, unbedingt besser zu werden, aber trotzdem ein paar Arena-Punkte haben, vielleicht sogar mal so ein Cash Cup oder so aus Fun mitzuspielen. Für die Leute, ich glaube, man kann es auch so auch schaffen, zum Beispiel 7500 Arena-Punkte zu schaffen, wenn man wirklich extrem defensiv spielt und sich nicht unbedingt einen Gegner annähert. Meine Taktik ist immer, hier wirklich die ganze Zeit im Busch stehen zu bleiben und dann vielleicht zu warten, ob irgendjemand hier auf euch zukommt. Und wirklich nur, wenn er genau im Busch drin ist, nehmt ihr euch die SMG am besten und lasert ihn komplett weg. So Leute, die nächste Zone ist da. Wir probieren, hier ist gerade auch ein Gegner bei uns, ein Spider-Man. Der schwingt natürlich komplett an uns vorbei, weil er uns nicht sieht, weil wir perfekt im Busch. Und unser Ziel ist es immer, relativ früh zu moven. Immer, wir müssen quasi der Erste sein, der in der neuen Zone ist. Klar, ist ein bisschen riskant auch, weil es dann höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass sich irgendjemand sieht. Aber dadurch, dass wir die Ersten in der Zone sind, gibt es nicht so viele, die auf uns warten dann. Wir sind die Ersten in der Zone und haben dadurch den Vorteil, dass wir andere probieren, die natürlich low sind dann hoffentlich, die aus der Zone kommen, easy irgendwie mit 2 Schüssen oder so zu töten. Das ist ganz, ganz groß unser Ziel. Natürlich brauchen wir noch ordentlich Heal. Wenn ihr auf dem Weg irgendwelche Kisten seht, irgendwelche Waffen, könnt ihr natürlich alle mitnehmen, aber probiert Abstand von anderen Gegnern zu halten. Am besten ist es wirklich, dass ihr Full Shield habt, Full Green Life. Hier wie ich noch ein Biggie, ich hätte lieber die Minis mitnehmen sollen. Wir sind jetzt schon wieder Top 20, das heißt, wir haben schon 30 Hype Plus gemacht. Oder 20, ich weiß nicht genau, wie viel ich Minus bekommen habe. Das kommt dann natürlich immer ganz drauf an. Jetzt hören wir hier einen Gegner. Hat uns gesehen. Ich weiß nicht, ob er uns attackieren will. Er attackiert uns nicht, was natürlich ein riesen Vorteil für uns ist. Wir nehmen auch ganz schnell Abstand von ihm. Er ist auch wahrscheinlich eher ein defensiverer Spieler. Sowas ist dann natürlich immer geil. Sonst probiert euch immer irgendwie einzubauen und einfach wegzukommen. Außer er steht komplett in euch drin, dann probiert mit ein bisschen Glück. Ich weiß, ihr seid wahrscheinlich genauso kacke alle wie ich. Probiert mit ein bisschen Glück, den irgendwie zu töten und irgendwie ins Finale zu kommen und jeden einzelnen kleinen Punkt hier, den ihr bekommen könnt, mitzunehmen. Markiert immer, um zu schauen, ob das in der Zone ist. Zum Beispiel der Busch ist jetzt hier noch nicht in der Zone. Das heißt, wir müssen noch weiterlaufen. Lauft auch die Wege, die eher unnatürlich sind, also die anderen nicht laufen würden. Zum Beispiel die meisten würden jetzt hier links vom Berg lang laufen. Wir laufen aber jetzt hier rechts auf dem Berg. Immer ein bisschen Highground bewahren. Dann ist es nämlich unwahrscheinlicher, dass ihr gesehen werdet. Probiert immer anstelle nach unten, immer nach oben zu laufen. Das ist so ein kleiner Trick, der mir aufgefallen ist. Lasst die auch alle fighten, lasst euch davon nicht unterkriegen. Springt immer ein bisschen. Probiert auch ganz oft dieses Rutschen auszunutzen. Falls ihr euch das nicht gehotkeyt habt, macht es unbedingt hier. Guckt euch an, wie schnell ich damit bin. Hier direkt neben der Straße, der Bus ist meistens nicht so gut. Deswegen sucht euch irgendwie einen anderen Busch, der ein bisschen weiter entfernt ist von dem ganzen Getümmel. Der Busch hier ist zum Beispiel auch noch nicht so gut, der ist auch noch ein bisschen zu nah dran. Und da sehen wir einen Gegner, das heißt, wir drehen direkt wieder um. Probieren hier natürlich komplett unauffällig zu bleiben. Wir können auch, am besten wäre es natürlich, wenn wir irgendwie einen Busch finden, der hier auf dem Berg ist. Das ist natürlich etwas unwahrscheinlicher, aber ist natürlich auch möglich. Wir gucken hier ein bisschen rum, da sehen wir Gegner fighten. Wir können auch gucken, vielleicht können wir da irgendjemand holen mit der Sniper. Aber es ist immer eher unwahrscheinlich. Aber wir können es hier mal probieren, auf den mal Snipe abzusetzen. Die sind sowieso mit sich beschäftigt, das heißt, wir werden gepusht. Er ist gejump-headed. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem Skin liegt oder einfach nur jeder Angst vor mir hat. Aber irgendwie, jeder pusht mich immer ganz leicht und wenn ich mich umdrehe, dann ziehen sie alle wieder durch. Ich kann es euch nicht genau sagen, woran es liegt. Aber irgendwie funktioniert es gerade ganz gut. So, immer schön defensiv spielen. Am besten ist natürlich noch, wenn ihr einen Jump-Pad oder so habt. Hier war gerade ein Gegner. Das sehen wir daran, dass hier ein bisschen Holz auf dem Boden lag. Das heißt, wir nehmen hier lieber ein bisschen Abstand von. Und gehen hier auf die andere Seite des Flusses. Im Fluss zu schwimmen ist auch immer meiner Meinung nach extrem gut, weil es nicht so leicht ist, euch zu treffen. Das heißt, nutzt den Fluss. Jetzt sind wir hier gerade im Low Ground. Das ist nicht gut. Das heißt, wir gehen wieder hoch, da sehen wir Gegner. Wir haben jetzt hier einen guten Busch gefunden, der aber relativ nah an der Straße ist. Aber der einzige ist, glaube ich, hier ist jemand drin. Ich habe ihn gut gegeben. Er rennt weg. Er wird auch contested. Wir sind Top 10. Wir chillen jetzt hier. Wir wissen, ein Gegner ist direkt neben uns, aber er weiß hoffentlich nicht, dass wir hier sind. Wir haben ihn gut gegeben, er ist gestorben dadurch. Hätten wir den Kill bekommen, wäre es natürlich noch besser, aber alles gut. Wir sind Top 9, er weiß nicht, dass wir hier sind. Hoffe ich zumindest.
Wir haben echt eine relativ gute Position. Wir sind schon in der Zone. Wir haben zwar einen Gegner direkt über uns, aber er weiß nicht, dass wir hier sind, hoffe ich. Und wenn schon, dann haben wir unsere Waffe nachgeladen. Wir bewegen uns auch nicht, dass er unsere Steps nicht hört. Wir hoffen einfach, dass er sich verzieht. Und genauso wirkt es auch. Ne, er scheint immer noch über uns zu sein. Guckt, jetzt ist schon wieder jemand am Zone, an der Zone gestorben. Wir bewahren uns erstmal den Splashy auf. Es leben noch 7 Spieler. Es läuft sehr gut, Leute. Guck mal, wie viele Punkte wir jetzt schon wieder gemacht haben. Klar haben wir noch nicht einen Kill gemacht oder so, wodurch man noch mehr Punkte bekommt, aber das brauchen wir auch gar nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich offensiv gehe und dann versuche, irgendwelche Gegner zu killen, sterbe ich am ersten Gegner und mache einfach nur 30 oder 40 Punkte minus. Und so bin ich ganz entspannt, mache meine 40 bis 50 Punkte plus jede Runde. Klar, es ist nicht super viel, klar kann es manchmal mehr sein, wenn man irgendwie lucky einen Kill holt. Gerade bei mir zum Beispiel, ich kann sehr gut mit dem Harpunierer spielen. Das heißt, damit kann ich ab und zu mal 2, 3 Leute killen. Aber das ist nicht die Normalform. Deswegen, Leute, spiele ich immer lieber ein bisschen defensiver. Probiere irgendwie ins Finale, ins 1 gegen 1 am Ende reinzukommen und dort dann den letzten Kill zu machen und vielleicht sogar einen Sieg zu holen. Vielleicht sogar einen Sieg zu holen. Gerade auf den unteren Regionen ist es mir sehr oft geglückt, dann wirklich den letzten Gegner zu killen. Hier auf den oberen ist es ein bisschen schwierig, aber wir sind Top 2 bekommen und dadurch haben wir sehr, sehr viele Punkte gemacht. Er hangelt sich jetzt hier über uns rum und sucht uns. Jetzt haben wir ein Problem, weil wir leider kein Zone Lock haben. Wir müssen gucken, ob er uns hier irgendwo sieht. Sieht aber nicht so aus. Hier ist dann immer die Frage, die scheinen gerade alle zu fighten. Deswegen probieren wir uns hier durchspringen und dann sneaken langsam vorzubewegen. Wir könnten sogar den Loot Drop hier mitnehmen. Es sieht so aus, als wäre der komplett frei. Wir sind Top 5, kriegen nochmal... Oh, da ist ein Gegner. Chillen uns hier in den Busch. Chillen, wir chillen, wir chillen. Der ist sogar relativ groß. Hier sieht er uns nicht drin. Du wirst gejagt. Scheiße. Er scheint gar nicht mal so gut zu sein, habe ich das Gefühl. Das heißt, eigentlich könnten wir hier ihn mal... Ich meine, Dings war nicht nachgeladen. Es laggt immer ein bisschen. Mein PC ist leider auch nicht der beste. Jetzt probieren wir hier auch mal ein bisschen... Er ist ein defensiver Spieler. Er hat uns einen Hit gegeben. Wir nehmen ihm nochmal die Splashies mit. Geben uns davon jetzt 2. Wir wissen, er ist genau hinter uns. Wir bauen uns jetzt hier ein. Wir bauen uns jetzt hier auf ein und hoffen, dass er uns nicht mehr targetet. Wir sind in der Top 5 und hoffen, dass jetzt mindestens 2 Leute sterben, bis die neue Zone kommt. Dann sind wir nämlich, jetzt sind wir schon Top 4, nochmal 10,5. Es funktioniert wirklich sehr gut. Top 4, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir jetzt schon plus gemacht haben, ne? Du wirst gejagt, steht da, aber das sollte gar kein Problem sein. Wir haben immer noch einen Splashy, ganz wichtig, gerade war meine Waffe nicht nachgeladen, das war ein bisschen dully. Ich hätte ihn vielleicht killen können, wenn meine Waffe voll nachgeladen würde, gerade weil ich eine goldene AR habe. Er zieht jetzt hier durch mit Jumphead. Vielleicht wird er getötet, vielleicht auch nicht. Wir moven hier wieder früh, sehen, da ist ein Gegner. Chillen aber erstmal, probieren nicht auf uns aufmerksam zu machen. Hier wird jemand direkt über uns sein. Wir könnten jetzt hier das Jump Pad vom Ding her benutzen, aber ich würde es eher lassen. Wir gehen jetzt hier lieber in den Busch hier rein, weil ich glaube, dass er in der Zone ist. Wir lassen den Loot Drop auch komplett links liegen. Und wir gehen jetzt hier perfekt in den Busch rein. Hier war jemand. Da war leider jemand drin. Er macht genau die gleiche Taktik wie wir. Aber wir sind 4. Platz geworden. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir jetzt plus gemacht haben. Aber wir haben auf jeden Fall einige Punkte plus gemacht. Und damit seht ihr, Freunde, die Taktik funktioniert perfekt. Es ist wirklich, jede Runde funktioniert sie bei mir genau gleich. Klar hatten wir jetzt ein bisschen Glück. Wir haben sogar relativ viele Gegner gesehen, aber keiner hat uns irgendwie contestet. Da hatten wir relativ viel Glück. Aber normalerweise ist es schon so, dass ihr relativ wenig Gegner seht, gerade wenn ihr noch ein Jumphead habt, am besten auch noch irgendwie Spider-Man, die aber nur, wenn ihr sie lucky irgendwie auf dem Boden findet, wenn irgendjemand da gestorben ist oder so, dann kriegt ihr auch noch einen Spider-Man, nutzt den auf jeden Fall. Spider-Man ist auch extrem, extrem OP und ihr könnt auch aus jeder Situation extrem leicht fliehen. Guck mal, wir haben jetzt 0 Kills gemacht, aber ich denke fast 100 Punkte plus gemacht. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr die Route auch schon ausprobiert habt oder nicht. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und Leute, lasst super gerne ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neues Clash Rocks Video. Haut rein und ciao. Ciao.